Hallo, in diesem Video wirst du die Eigenschaften vom Trapez und Deltoid näher kennenlernen. Fangen wir mit dem Trapez an. Vielleicht kommt dir die Form aus dem Alltag bekannt vor. Viele Handtaschen haben die Form eines Trapezes. Oder vielleicht sind bei dir die Tische in der Schule trapezförmig, so wie auf dem Bild. Schauen wir uns mal die Eigenschaften an. Beim Trapez sind stets die zwei Seiten A und C parallel zueinander. Der Umfang des Trapezes wird mit der Formel U ist gleich A plus B plus C plus D berechnet. Der Flächeninhalt wird mit der Formel A ist gleich A mal HA halbe berechnet. HA steht hier auch wieder für die Höhe auf die Seite A. Wie du in der Skizze erkennen kannst, steht diese normal auf die Seite A. Die Winkelsumme im Trapez beträgt ebenfalls 360 Grad. Das waren auch schon die Eigenschaften vom allgemeinen Trapez. Es gibt aber zwei Spezialfälle. Schauen wir uns diese auch noch an. Der erste Spezialfall ist das rechtwinkelige Trapez. Das wird so genannt, weil einer der beiden Schenkel B oder D im rechten Winkel zur Seite A steht. Hier in der Abbildung kannst du erkennen, dass die Seite D normal auf die Seite A steht. Daraus folgt auch, dass so ein Trapez immer zwei rechte Winkel besitzt. Hier sind das die beiden Winkel Alpha und Delta. Außerdem gilt auch, dass der Schenkel, der normal auf die Seite A steht, gleich der Höhe auf die Seite A entspricht. Hier gilt also D ist gleich HA. Wir können also auch die Flächenformel umschreiben zu A ist gleich A plus C halbe mal D. Ansonsten gelten dieselben Eigenschaften wie beim allgemeinen Trapez. Die Seite A ist parallel zur Seite C. Der Umfang wird mit der Formel U ist gleich A plus B plus C plus D berechnet. Und wie in jedem Viereck gilt auch, dass die Winkelsumme 360 Grad beträgt. Schauen wir uns jetzt noch den zweiten Spezialfall an. Der zweite Spezialfall ist das gleichschenkelige Trapez. Wie der Name schon sagt, gilt hier, dass die beiden Schenkeln B und D gleich lang sind. Daraus folgt auch, dass die beiden Winkeln an den Seiten A und C jeweils gleich groß sind. Also Alpha ist gleich Beta und Gamma ist gleich Delta. Auch die beiden Diagonalen sind gleich lang in diesem Trapez. Weil die beiden Schenkeln B und D gleich lang sind, können wir die Umfangsformel vereinfachen zu U ist gleich A plus 2 mal B plus C. Weiters gelten auch hier noch die bereits bekannten Eigenschaften vom Trapez. Die Seite A ist parallel zur Seite C. Der Flächeninhalt wird mit der Formel A ist gleich A plus C halbe mal HA berechnet. Und die Winkelsumme beträgt 360 Grad. Das war auch schon alles, was du über die Spezialfälle vom Trapez wissen musst. Gehen wir nun zum Deltoid über. Das Deltoid erinnert dich bestimmt an die Form eines Papierdrachen. Daher wird dieses Viereck auch oft Drachenviereck genannt. Schauen wir uns mal die Eigenschaften genauer an. Beim Deltoid sind benachbarte Seiten immer gleich lang. Es gilt also A ist gleich D und B ist gleich C. Daher werden die Seiten nur mit A und B beschriftet. Für die Winkel gilt, dass der Winkel Beta gleich groß wie der Winkel Delta ist. Die Diagonalen stehen immer normal aufeinander und weiters schneidet die Diagonale E die Diagonale F genau in der Mitte. Den Umfang des Deltoids kannst du mit der Formel U ist gleich A plus B plus A plus B oder 2 mal A plus 2 mal B oder 2 mal in Klammer A plus B berechnen. Für den Flächeninhalt brauchst du die Formel A ist gleich E mal F halbe. Und wie in jedem Viereck gilt auch hier, dass sich die Winkel auf 360 Grad aufsummieren. Super, jetzt hast du auch die Eigenschaften vom Deltoid kennengelernt. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt, wo du die Eigenschaften der Vierecke gemeistert hast, kannst du dein Wissen im nächsten Video gleich überprüfen. Viel Glück!